Eine dritte Meinung vielleicht ist, ja, die haben gesagt, wir müssen jedem, der, passt auf jetzt, wir müssen jeden, der große Sünde begeht, boykottieren. Und deshalb haben sie die Leute, die haben sich von den Leuten entfernt und boykottiert. Und deshalb heißen sie Al-Mu'tazila. Manche sagen, Al-Mu'tazila kamen zustande durch eine politische Entscheidung. Und zwar, dass Al-Mu'tazila Al-Hasan, der Sohn von Ali, radiallahu alayhi wa sallam, sie haben sich von Al-Hasan entfernt, weil Al-Hasan damals die Khilafa an Muawiyah abgegeben hat, radiallahu alayhi wa sallam. Und andere sagen, das kommt von Schia. Al-Mu'tazila haben, übrigens die Schia haben die gleiche Aqida von Al-Mu'tazila. Die sind gleich. Und Al-Khawarij auch haben mit ihnen was zu tun. Und dann Al-Murdi'a haben mit ihnen was zu tun. Und die alle, das wird Ahl al-Bid'a, alle, die haben sozusagen gleichen Schiff. Ursprung. Ja, Ursprung. Und die kommen alle und die haben jeder mit dem anderen Gemeinsamkeiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil das Ganze, das kam durch sozusagen, die haben gesagt, verstanden. Aber die Mu'tazila selber, wenn man ihnen sagt, ja, ihr seid Mu'tazila, sagen, nein. Wir haben uns Al-Mu'tazila genannt, weil wir uns vom Schlechten entfernt haben. Das heißt, wir haben uns zurückgezogen, dass wir keine schlechten Taten begehen. Die haben ein Ayah vom Koran gehört. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ Als Ibrahim a.s. zu seinem Vater ihm gesagt hat, Ibrahim, entweder lässt du das, was du sagst, oder ich werde dich steinigen. Ibrahim hat ihm gesagt, ich werde euch verlassen und ich werde mich zurückziehen. Dann haben wir gesagt, hier, das ist der Beweis. Subhanallah, es gibt viele Leute, die heute das auch machen. Die holen dir ein Wort vom Koran, das ist im Westen, die machen das im Osten. Nur damit sie belegen, ja, dass sie richtig sind. وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى Na, يَسْعَى Na, auf jeden Fall, Al-I'tizal oder Al-Mu'tazila kam durch, passt auf, durch die Wirkung von Philosophie und indischen Märchen und nicht Filme, Märchen und Glauben von Christen und Juden mit dem Verstand alles zusammen hat Al-I'tizal barakallahu fikum zur Welt gebracht. Also die Wirkung von Philosophie, die Wirkung von den Übersetzungen damals mit der, und Diskussionen mit den verschiedenen Religionen und so weiter, dann kamen manche mit solchen Ideen. Und heute haben wir Du hörst jeden Tag neue Ideen und du hörst jeden Tag komische Sachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, es gab eine große Diskussion damals, weil der Islam sich verbreitet hat. Und der Islam dann hat eine Herausforderung gehabt mit den anderen, weil die Muslime, die kommen in ein Land, die Leute sind zum Beispiel Buddhisten. Oder die Leute sind Hindus, oder die Leute sind Christen, oder die Leute sind Juden, oder die Leute haben andere, verschiedene, komische, diese Naturreligionen. Da waren die Muslime gezwungen, mit diesen Leuten zu diskutieren, um ihnen zu zeigen, sozusagen, dass das falsch ist, was diese Leute erklären. Aber nicht alle Leute sind stark in ihrem Glauben. Deshalb empfehlen die Gelehrten, dass man nicht mit jedem diskutiert und nicht jeder kann debattieren mit den anderen. Wenn du nicht so starken Glauben, festen Glauben hast, dann mach das nicht, weil es sein kann, wenn du keinen festen Glauben hast und feste Aqida, feste Beweise, dass man dir ein Wort sagt, dann bleibst du lange Zeit, dann bekommst du etwas in deinem Herzen, das geht nicht weg.
Du brauchst das so, du willst das ignorieren, du schaffst das nicht mehr. Ein Beispiel, Barakallahu fikum, Al-Jahm ibn Safwan. Man hat gesagt, dieser Mann, der war sehr guter Mann, sehr gut. Der hat gebetet, der hat alles gut gemacht. Und eines Tages hat er mit Philosophen diskutiert. Sie haben ihm zwei Fragen gestellt. Der war durcheinander. Dann hat er das Gebet verlassen. Der hat das Gebet verlassen. Und er ist zu Hause geblieben. Und nach ungefähr 15 Tagen ist er rausgekommen. Und er hat diese komische Sache mit Khalq al-Quran und mit Qadar und alles gesagt. Vielleicht war er von Jinn auch besessen, aber Allahu alayhi. Dann kam ich später mit dieser Meinung. Nee, ich meine Fragen später. Ja, ich will Fragen lassen wir später. Zum Beispiel, Barakallahu fik, die Meinung, der Allah hat mit den Taten des Menschen nichts zu tun. Mit den Handlungen eines Menschen nichts zu tun. Du machst alles, was du willst, Allah hat keinen Willen dabei. Und das ist sehr schlimm. Wenn du das so was behauptest, dann meinst du, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht der Schöpfer, sondern du bist auch der Schöpfer. Zweitens, die andere Diskussion. Ist der Koran Geschöpf oder ist der Koran das Wort Allahs? Die dritte Diskussion, die Eigenschaften Allahs, seine Attribute, wie man das versteht. Die vierte, die Definition von Iman. Was bedeutet überhaupt Iman? Die sechste Diskussion oder die fünfte Diskussion, Infadh al-Wa'id, das wird, wenn Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, jemanden zu bestrafen, wird das passieren oder nicht? Mit dem Führer der Muslimin, wenn sie Fehler begehen, wie sollte man das korrigieren? Diese Diskussionen gab es. Und aus diesen ganzen Diskussionen, und subhanallah, schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gewarnt. Wenn Fitnen sind, dann sollten wir uns zurückziehen. Nicht, dass wir auch reingehen, weil man nicht weiß, was man macht. Aber diese Leute sind reingegangen in solche Themen. Und manche von ihnen, die haben das nicht verstanden. Und weil sie das nicht verstanden haben, passt auf jetzt, weil sie das nicht verstanden haben, haben sie behauptet, dass sie mit dem Verstand das beurteilen sollen. Aber wie kannst du etwas mit Verstand beurteilen, wenn du das selber nicht verstanden hast? Und dann kam diese Aussage, oder dann kam diese, Entschuldigung, Meinung von diesen Leuten. Und die größte Diskussion war Verstand oder Religion. Verstand oder Religion. Pass auf, Barakallahu fikum, wir haben drei Möglichkeiten. Wenn wir eine Überlieferung haben, eine authentische Überlieferung haben in der Religion. Was macht der Verstand? Manche sagen, passt auf, wenn wir eine Überlieferung haben, entscheidet unser Verstand. Entscheidet der Verstand, ob diese Überlieferung authentisch ist, nicht authentisch, ist egal. Der Verstand entscheidet. Und das sind wie Al-Mu'tazila und andere Gruppen. Sagen, kommt ein Ayah, kommt ein Hadith, unser Verstand entscheidet.